Tim, das sah über weite Strecken ziemlich souverän aus. 2:0-Sieg, wie hast du es gesehen? Also ich finde, wir kommen sehr gut ins Spiel rein, machen direkt nach ein, zwei Minuten durch den Standard das 1:0. War eine einstudierte Variante. Super Freistoß vom Kai Kleinert getreten. Ich bin auch im zweiten Pfosten durchgelaufen, haben im Endeffekt dann nur noch reinnicken müssen. Das ist natürlich ein super Start dann ins Spiel, wenn man direkt 1:0 in Führung geht. Dann finde ich, haben wir es in der ersten Halbzeit super gemacht. Wir haben richtig viele Ballgewinne im Zentrum gehabt, haben dann schnell umgeschaltet. Das Einzige, was gefehlt hat, war dann natürlich, dann hätten wir schnell das 2:0 machen müssen. Haben das dann kurz vor der Pause noch geschafft und von dem her sind wir dann mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir wussten, dass Reutling nochmal alles geben wird, sich nochmal in alle Zweikämpfe reinhauen werden und wir wollten dagegen halten. Das haben wir gut gemacht, hätten aber den Sack viel früher zumachen müssen. Hatten, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Läufe einfach allein aufs Tor, wo wir dann einfach nicht den Sack voll zumachen und es 3:0 machen. Im Endeffekt ein hochverdienter Sieg von uns, super Mannschaftsleistung und ja. Du hast ein gutes Spiel gemacht, so haben es zumindest viele gesehen. Wie siehst du deine Leistung? Ja, ich denke, es war ordentlich. Habe mein erstes Saisontor gemacht nach 2 Minuten durch den Standard. Bin eigentlich nicht so ein Kopfballungeheuer, aber bin dann da am zweiten Pfosten durchgelaufen, muss ich nur noch einnicken. Noch ansonsten ja, waren viele Aktionen dabei, die gut waren. Aber ich hätte im Endeffekt dann auch vielleicht noch ein Tor mehr machen können, vielleicht sogar auch müssen. Aber im Endeffekt zählt die Mannschaftsleistung. Wir haben super gespielt und das Ding souverän gewonnen. Eine Sache, die das Spiel überschattet hat, ist der Auflauf oder Aufmarsch von Ultras von eurer Seite. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, also ich habe während dem Spiel gemerkt, dass KSC-Fans auf der Straßenseite quasi sind, wo die Reutlinger-Fans waren und haben da ordentlich Krach gemacht. Da habe ich kurz nicht mehr gewusst, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Im Endeffekt ging es aber friedlich. Ich denke, die Polizei hat das gut geregelt und ist ja dann auch im Endeffekt nichts passiert. Hat es euch irgendwie verunsichert? Also ich würde sagen, vielleicht im ersten Moment ist man kurz irritiert, aber dann konzentriert man sich weiter aufs Spiel und dann beeinflusst sowas eigentlich von draußen. Eine andere Sache, die wahrscheinlich schon seit längerem eure Spiele überschattet, ist die Frage, wie es mit der zweiten Mannschaft weitergeht, weil es ja im Raum steht, dass sie nicht mehr weitergeführt wird. Weißt du da mehr oder kannst du da aus deiner Sicht dazu sagen, wie du mit dem Thema umgehst? Also der Stand für uns ist, dass die sportliche Leitung möchte, dass die zweite weiterbehalten wird. Im Endeffekt geht es darum, um das Finanzielle. Ob man das, wenn sollte der KSC absteigen, noch finanziell stemmen kann, aber aus sportlicher Sicht sagt die sportliche Leitung, dass sie die zweite Mannschaft unbedingt behalten wollen.